Die anhaltenden Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine stoßen bei den Vereinten Nationen auch auf Kritik. Die UN gaben sich sehr besorgt, dass beispielsweise auch Streumunition in das Land gelange. Die UN-Chefin für Abrüstung, Izumi Nakamitsu, befürchtet, dass viele dieser Waffen in falsche Hände gelangen könnten. Reports related to the transfer and the use of cluster munitions are very concerning. Spokesperson of the Sector General has called for these types of munitions to be consigned to history and not to be used. Measures to address the risk of diversion of weapons and ammunition to unauthorized end users and for unauthorized uses are essential for preventing further instability and insecurity in Ukraine, the region and beyond. Derweil will die US-Regierung Dänemark und die Niederlanden eine schnelle Weitergabe von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine ermöglichen. Die Kampfjets würden an Kiew geliefert, sobald die Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker abgeschlossen sei, hieß es. Durch den Angriffskrieg leidet vor allem die Zivilbevölkerung der Ukraine, darunter auch Kinder. Im Rathaus von Amsterdam ist eine Ausstellung eröffnet worden, in der Tagebücher und Zeichnungen ukrainischer Kinder zu sehen sind, wie von Mykola Kostenko, der als Teenager 21 Tage lang die Belagerung von Mariupol überlebte.